Willkommen zurück, Digimon-Freunde, hier zu Digimon World Next Order. Ich habe vor, zum Vulkan zu gehen, um Bombananimon wieder zusammenzusetzen. Kostet zwar ein bisschen der Flug, aber naja. Müssen wir uns jetzt gönnen. Denn haben wir zumindest mal ein Digimon rekrutiert. Und ja. Danach gehen wir in die Okuino-Einöde. Ich weiß nicht, was wir da tun müssen. Aber irgendwas wird da zu tun sein, denn wir müssen ja wieder zu Leomon kommen können. Also, irgendwie muss das ja möglich sein. Ansonsten bin ich da wirklich überfragt. Ich meine, wir könnten zu Deus Ex Machina gehen oder in das andere Gebiet. Man hat natürlich auch Defekt Ex Machina, aber naja, sag ich immer falsch. In das andere Gebiet mit Tsukaimon, aber da geht es unseren Digimon nicht gut. Das ist halt auch problematisch. Ah, hier ist noch ein Pilz. War das überhaupt hier mit Bombananimon? Meine eigentlich schon. Ja, und hier ist Gotsumon. Oder Eismon. Aber wir haben keine Eisfähigkeiten, stimmt. Ich glaube, ich bin sie sogar falsch gelaufen. So was Tolles. Naja, macht ja nichts. Wir haben Zeit. Wirkliche Pläne habe ich ja nicht, weil ich einfach keine Ahnung habe, was ich tun soll. Ja, hier sind wir aber, glaube ich, falsch. Was wird das denn jetzt passieren? Drachendreizack, ja. Hier ist Wargreymon, aber. Gut. Dann bin ich tatsächlich falsch gelaufen, wie schön. Nochmal zurück. Aber jetzt schneide ich den Weg, bis wir bei Bombananimon sind. So, jetzt gleich müssten wir da sein. Zumindest. Muss man noch herausfinden, wo Bombananimon war. War irgendwo hier oben. Nicht hier. Ihr seid doof. Ihr wollt ja nur kämpfen. Kämpfen will ich aber nicht. Ich will was erreichen. Kretzgras brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Vielleicht bin ich in alles reingelaufen. Egal. Die sind wirklich kein Problem. Und es gibt eine Heilungsdisk. Ja, okay. Und ein Lob kriegt der auch, dann kriege ich ja vielleicht eine neue Digitationsinfo. Das sind Digi von Agunimon und Mega Kabuterimon. Denn. Also, dass du zu Mega Kabuterimon wirst, finde ich eigentlich jetzt nicht so geil. Aber es gibt keinen Schlüssel-Digimon für Agunimon. Das dachte ich mir schon fast. Ich finde es auch komisch, dass er zu Agunimon werden kann. Ich finde es auch komisch, dass Agunimon ein Ultra-Level-Digimon sein soll. Aber okay. Nehme ich mal so hin. Und hier müsste Bombananimons, naja, Zünder sein. So. Dann setze ich mal wieder zusammen. Sehr schön. Das Bombananimon hat sich regeneriert. Ah, genau, jetzt kann ich sagen, was ich sagen wollte. Hm? Tut mir leid, aber ich habe total vergessen, was ich dich fragen wollte. Obwohl du schon viel für mich getan hast, lassen wir die Vergangenheit hinter uns. Hier ist ein kleines Dankeschön. Reliquid? Keine Sorge, die Steine explodieren nicht. Wenn du eine Explosion willst, benutze ich für die Digitation. Ha. Was macht Reliquid? Wow. Bevor du Bombananimon digitieren, das können wir gleich 5-mal benutzen. Das ist ja krass. Das habe ich mir natürlich immer gewünscht. Oh, jetzt müsst ihr auf Toilette. Vielleicht ist ja hier beim Roten Haus was. Klo? Glaubt er nicht, oder? Hier ist das silberne Taumon, oder? Du bist das silberne Taumon? Ja, ne? Ne, du bist Domon. Ich werde auf dich warten. Ja, ich habe aber noch keine Tiefsee-Essenz und auch keine öligen Nüsse, 5 Stück. Koriander habe ich ein bisschen, aber auch nicht genug. Was ist das überhaupt für ein Gebiet hier? Also.
Na gut, hier gibt es anscheinend nichts, sagt Fugamon. Ja, dann lasse ich die Kirsche jetzt da liegen und gehe zurück in die Stadt. Wir schauen, was Bomber Nanimon dort treibt. Ich hoffe, Red V-Drummer macht sich jetzt nicht in die Hose. Nein, noch nicht, okay. Darf ich jetzt auf Toilette gehen? Ach, Bomber Nanimon ist gar nicht in die Stadt gegangen, oder? Ach, das ist ja blöd. Weil ich brauche ja neue Digimon hier, damit hier was passiert. Oh, nee. War das alles umsonst? Das ist ja auch mega ärgerlich. Oh, nee, ey. Naja, macht ja nichts. Wir können es eh nicht ändern. Kann ich mir mal eigentlich mit Biomon reden, nicht mit Birdramon? So, können wir mit dem Autopiloten, weil wir schon wieder so oft geflogen sind. Hier quasi die Fliegermeilen. Ganz Knochenresort. Komm, gehen wir hin. Da geht zwar Dynasmon nicht gut, aber... Oder geht's da Red V-Drummer nicht gut? Oh mein Gott, du digitierst auf das Ultra-Level jetzt schon? Zu wem? Ich hatte gerade erst Dynasmon stirbt, obwohl er keine Anzeichen gezeigt hat. Ah, zu Herkules... Ach, zu Mega-Kabuterimon. Ja, ist in Ordnung, denke ich, aber... Naja. Ich hoffe, ich darf sagen, dass ich mir was anderes vorgestellt habe. Drei mögliche Digitationen, okay. Ich meine, das ist ja irgendwie seltsam, ne? Dass diese die ganze Dino-Reihe dann zum Insekten wird, aber na gut. Scheinbar geht es den beiden hier ganz gut. Oh, Medizin dabei, also notfalls kann ich auch heilen, wenn die krank werden. Geht sowieso, wenn dann nur einer krank, aber trotzdem. Da unten ist, glaube ich, Zukaimon, oder? Nee, da ist Toyagumon. Oh, mitreden. Oh ja, jetzt sagt Kabuterimon schon, das ist der falsche Ort für ihn. Ja, wir beeilen uns. Ach, das Gebäude hier kann ich gar nicht rein. Ist auch blöd. Ja, wegen Äpfeln will ich mich jetzt hier nicht abrackern. Also wenn wir hier runter gehen, kommen wir auf jeden Fall unten, nach unten zum Leichenweg geht's da. Das könnten wir auch ausprobieren. Kann man denn diese Vorlieben für Orte ändern oder nicht? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Oh, ist das doof. Noch Greymon. Black Greymon natürlich. Oder blau. Naja. Und wegen ist auch blau. Der greift mich an. Die Zukaimon tatsächlich. Ach, so viele, ey. Okay. Nice. Das ist kein Gegner, der uns irgendwas tun kann, aber trotzdem. Oh, wobei. Gegen Kabuterimon können die vielleicht was tun. Aber du, dass man tötet einfach alle auf einmal. Ja, okay. Aber hier sind die Gegner doch stark. Und wir kriegen so viele verschiedene Items, alles klar. Passt das überhaupt alles rein? Chaoswolke gelernt, okay. Ja, nehmt euch einen Lob mit. Kranjamon, oh, das ist jetzt auch nicht so geil. Also, ja. Es gibt halt Digimon, die gefallen mir nicht so gut. Bitte, bitte hilf mir. Ich bin Toyagumon. Mein Freund Monster Emon hat mit mir gespielt. Aber Monster Emon, er ist heimgegangen und hat meinen Körperbaustein mitgenommen. Oh, was? Und ohne den Baustein, also kann ich mich nicht so gut bewegen. Ich bin schon so lange hier. Also kannst du mir bitte meinen Körperbaustein von Monster Emon zurückholen? Okay, klar. Ist irgendwo im Knochenresort, ja, ja. Irgendwo konnte ich hier rein. Nein, das Gebäude kann ich rein. Dann gehen wir da auch rein. Grü-
grüner Promi-Raum. Oh, Monster Emon ist auch gleich hier. Alles klar. Ja, komm, dann kämpfe ich nochmal gegen euch. Stark. Aber du, das mal macht auch irgendwie nichts. Was ich mich frage, ist, ob wir wieder eine Echse ausführen können. Würde ich schon gerne wissen. Oh Mann! Eigentlich übertrieben. Ich glaube aber, Mega Kabuterimon ist so schwach, weil es eben in diesem Gebiet nicht gerne ist. Das ist, glaube ich, der Grund, weshalb es auch kaum Schaden machen kann. Nee, aber die können keine Echse machen. Das ist schade. Dann weiß ich auch nicht, ob ich gegen Monster Emon kämpfen möchte. Aber wir können ja mal eben gucken, was Mega Kabuterimon für eine Spezialattacke hat, den Hornschlag. Wie sieht er aus? Okay. Macht auch mehr Schaden. Oh, und ich muss natürlich beim Mega Kabuterimon noch die Attacken einstellen. Klar, das hat auch was damit zu tun, dass es noch nicht so viel Schaden macht, oder? Ah, ich bin auch dumm. Na komm, besiegt es. Geht doch. So, Partner. Fähigkeiten, so ist es. Windschneider. Stromschlag ist halt nicht so stark wie der Windschneider. Da fängt's an. X-Schrei. Ich würde den Drehschlag gerne noch reinholen. Kann ich bei dir was Besseres machen? Nicht wirklich, oder? Dann lassen wir das so. Habe ich eigentlich 10 mal Punkte, die ich habe? Ja, ich habe nur 7. Was macht ihr denn hier, ihr Latin-Sukamon? Ihr müsst schwer arbeiten. Naja, okay. Ach, solches Wagen gegen Monster Emon zu kämpfen? Excellent. Fuß. Da bist du. Willst du mit mir spielen? Wir wollen den Baustein zurück. Nee, will nicht. Das ist ein Geschenk von meinem Freund. Mein Schatz. Also, nee, mach ich nicht. Was sagst du da? Der Baustein ist abgegangen, als ich mit Teuagumon gespielt habe, also habe ich ihn mitgenommen. Stimmt schon, er hat mich lange nicht mehr besucht, aber ich wusste ja nicht, was passiert ist. Tut mir leid. Ja, tut mir leid. Man sieht meinem Gesicht nichts an, aber das heißt nicht, dass es mir nicht trotzdem leid tut. Ach, wir kriegen es einfach so zurück. Oh, du bist ja lieb. So dann. Unser Emon ist in der Stadt und Teuagumon wahrscheinlich auch, oder? Ah, die schon wieder. Ah, ja, dann kriegt jetzt halt auch die Fresse. Ja, es lag daran, dass die Attacken nicht richtig eingestellt sind. Aha. Das ist ein riesiges Teuagumon. So, da ist der Körperbaustein. Nun muss ich nur noch den Baustein hier verstecken und dann... Und schwupp, ich kann mich endlich bewegen. Ich mag zum Dank in die Stadt gehen. Habe ich gerade beschlossen. Aber dieser Monster Emon, so rücksichtslos von ihm. Muss nächstes Mal vorsichtiger sein, wenn wir spielen. Wieso ist das so groß? Kommt, die alle kommen. Eigentlich ist das jetzt ziemlich schlecht. Also gegen die beiden Zukaimon kann ich ja locker gewinnen. Das wissen wir auch schon. Da gibt es immer so viele Sachen für. Zehmerstufe ist aufgestiegen. Jetzt würde ich ganz gerne doch gegen dieses Teuagumon kämpfen. Oh nein, und Dynasmon stirbt bald. Dann nutzen wir die Zeit, die wir haben. Ach komm, gegen beide hier. Auch wenn es schief gehen könnte.
Oh ja, es könnte wirklich schief gehen. Ja, die machen viel Schaden, okay. Okay, dann gibt's erstmal eine Heilungsdisk. Und noch eine. Oh nein, das hätte nicht passieren dürfen. Kann ich dagegen was machen? Da kann ich. So, und jetzt gibt es den Lindwurm-Odem. Kann ich. Wieso kann es nicht? Du bist schon extra entfernt, damit es geht. Jetzt geht's aber. Man sollte zumindest das Greymon besiegt sein. Das Toy-Agumon kriegen wir dann auch noch irgendwie fertig. Das Mon, ich zähle auf dich. Nutze das Leben, was du noch hast, sinnvoll. Enttäusch mich nicht. Aber beide. Oh, wobei, ja, mir kaputt ist was voll. Nur keine MP mehr sehe ich gerade. Ist auch nicht so toll. Naja. Ja, aber den Kampf schaffen wir. Und dafür sollten wir auch ordentlich belohnt werden, oder? Ah, du kommst noch nicht. Huch, das ist zerfallen. Naja. So, Hornschlag. Wie viel Schaden macht das? Zu viel. Das hat echt nicht so viel. Tja. Problem ist auch, dass wir einfach hier keine MP mehr haben. Bei beiden eine. Oh, verdammt. Dynasmon, nicht sterben. Mein Dynasmon wird sowieso nicht mehr lange leben. Aber wir brauchen es halt für den Kampf. Denn ich sehe auch, dass Mega Kabuterimon alleine auch nicht die beste Chance gegen das Toy-Agumon hat. Aber es ist halt ein riesiges Digimon. Ich weiß nicht, warum es so riesig ist, aber das hat halt Auswirkungen. Na kommt, ihr kriegt beide mal eine Heilungsdisk, eine mittlere, eine Spendabel. Endlich. Okay, das war heftig. Gibt Geld, gibt ein paar MP, Tauchschlag gelernt. Dynasmon ist verletzt. Okay, Dynasmon, du kriegst ein Pflaster. Und dann gehe ich jetzt hier hoch. Ich nutze die Zeit, die wir jetzt haben, komplett aus. Willst du mindestens. Warte mal, hier war doch noch ein anderer Weg, oder? Dann gehe ich lieber den anderen Weg, damit wir auch hier hinfliegen können. Ja, ich weiß, du stirbst, Dynasmon, das ist halt so. Leichenweg geht's hier, das würde ich dann ganz gerne mal eben erkunden. Ob wir hierhin fliegen können, weiß ich natürlich nicht, aber wenn, dann wäre das ganz gut. Und Zukaimon, hier sind Raymon, Asteriamon und Lobmon. Koriander ist hier. Was habt ihr denn? Hey, yo, ich bin Terriamon. Und ich bin Lobmon. Willkommen zu unserem Quiz.
Das Quiz besteht aus 3 Fragen. Wenn du sie richtig beantwortest, tun wir, was du willst. Klingt interessant, hm? Dann versuch's doch mal. Okay. Super, dann fangen wir an. Frage Nummer 1. Wie nennt man dieses Gebiet? Das ist nicht das Knochenrisotto, auch nicht das das Küchenresort, sondern das Knochenresort. Das ist keine schwierige Frage. Ganz genau. Aber das war nur die Aufwärmrunde. Der Rest ist nicht so einfach. Okay. Auf zu Frage Nummer 2. Wie viele Hörner haben Lopmon und Teriamon zusammen? 4. Lopmon hat 3, Teriamon hat 1, das macht 4. Schon wieder richtig. Wir haben hier ein Superhirn. Teriamons Horn plus die 3 von Lopmon machen 4 Hörner. Hab ich gesagt. Also gut, nun kommen wir zu unserer letzten Frage. Bin schon ganz aufgeregt. Also, aufgepasst, hier kommt Frage Nummer 3. Wer ist nicht braun, Teriamon oder Lopmon? Teriamon ist nicht braun. Richtig, ganz genau. Ich, Teriamon, habe kein braunes Fell. Du hast alle Fragen richtig beantwortet. Glückwunsch. Wie versprochen tun wir jetzt alles, was du sagst. Was soll es sein? Kommt in die Stadt. Wird erledigt, weil du so nett gefragt hast, schließen wir uns der Stadt an. Es wird sicher ein Spaß mit den ganzen anderen Digimon. Man tut, was man kann. Wir sehen uns dann in der Stadt. Tschüss. Okay. Hat sich ja gelohnt. Müssen wir noch gewinnen? Aber das sollte möglich sein. Auch wenn die Zukaimon hier stärker sind. Ja, das schaffen wir schon. Es sind immerhin nur Zukaimon. Na komm. Beide sind verwirrt, das ist natürlich ein bisschen doof. Es gibt nur noch einen Zukaimon, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Mein Mega Kabuterimon kann gerade nichts machen, weil es keine MP mehr hat, aber... mir egal. Na komm jetzt. Oh, dauert das alles ewig hier. So, dann ist auch das geschafft. Lachäpfel. Ihr kriegt ein Lob. Und ja, wieder Information für Kraniamon. Okay. Und da ging es weiter in das nächste Gebiet, in das wir kämen. Vor allem Greymon nicht vorbei. Ja komm, gehen wir zurück in die Stadt. Wir haben ja einiges erreicht. Immerhin 4 neue Digimon. Bis zurück, ich habe gute Neuigkeiten. Teriamon ist nach Flotien zurückgekehrt. Es hat Wind vom Restaurant gekriegt und sich dort auf den Weg gemacht. Hoffentlich will es da nicht nur futtern. Lopmon ist nach Flotien zurückgekehrt. Ist ins Restaurant gegangen. Ich glaube nicht, dass es dort nur essen will. Bestimmt möchte es da arbeiten. Agumon ist auch zurückgekehrt. Es ist ins Casino gegangen. Mit dem Spaß haben kann es nicht... kennt es sich super aus. Monsteremon ist auch zurückgekehrt. Es ist ins Casino gegangen. So wie es aussah, ist es da am besten aufgehoben. So, der Wohlstand liegt bei 50. Aber das reicht noch nicht, um hier wirklich weiterzukommen. Ich kümmere mich um die Digimon. Ich hoffe. Ja. Soll ich hoffen? Dynasmon wird sterben. Das ist ja kein Geheimnis. Ich werde es trotzdem jetzt erstmal heilen müssen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es den. Wenn unser Digimon wahrscheinlich dann wiedergeboren wurde. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Bis dahin. Alles Gute. Ooh.